die eigenen Ressourcen nutzen. Kennen Sie Ihre Kraftquellen und Energiefresser? Kennen Sie Ihre eigenen Ressourcen? Wissen Sie, was da dahinter steckt? Hin und wieder muss man da wirklich ein bisschen nachdenken, weil so ewig parat hat man das ja nicht, gell? Also für mich gehören zu den eigenen Ressourcen Menschen, die mich umgeben, das Haus, in dem ich lebe oder die Umgebung, in der ich lebe. Für mich gehören auch mal eine schöne Blume zu meinen Ressourcen, weil ich mich daran erfreue. Und es hat viel übrigens damit zu tun, was sie im Inneren bewegt und ausmacht. Und zu den inneren Ressourcen, da gehören ihre Talente, das, was ihnen Spaß macht, ihre Stärken. Die Dinge, die sie ja, von innen her eben so wachsen lassen und stabilisieren. Und wir alle haben meist so eine, auf die wir uns immer verlassen können. Ich empfehle Ihnen da mal drüber nachzudenken, was ist die Ressource, Ihre innere, auf die Sie sich immer verlassen können. So, um diese zu stärken, habe ich Ihnen jetzt eine Übung mitgebracht. Sie können gerade mal zwei Spalten machen, wenn Sie mögen oder sich das gerade merken. Und auf der einen Seite sind die Kraftspender und auf der anderen Seite sind die Energieräuber. Und die kann man mal sammeln. Krafträuber sammeln, Energiespender sammeln. Ja, jetzt habe ich es umgedreht. Also natürlich Kraftspender sammeln und Energieräuber. Das ist aber auch lustig. Sie können es ja auch mal andersrum ausprobieren. Und wenn Sie das haben, dann schauen Sie mal drauf, was davon mögen Sie gar nicht mehr haben. Also was wollen Sie reduzieren oder gar eliminieren? Von was können Sie sich vielleicht trennen? Was können Sie stärker machen, mehr in Ihr Leben einladen? Und wenn Sie gerade bei den Energieräubern oder Fressern sind, dann kann es sein, dass da das ein oder andere steht, wo Sie sagen, das kann ich nicht ändern. Und möglicherweise wollen Sie es dann auch nicht. Dann wäre es eine kluge Idee, sich zu versöhnen und zu sagen, na gut, ich weiß zwar, es kostet mich Kraft, aber ich könnte auch mal ein bisschen anders drauf schauen und mich damit versöhnen, weil es eben zu meinem Leben gehört. Und wissen Sie was? Es könnte passieren, dass aus einem Energieräuber, meistens sind es ja Menschen, die uns umgeben oder Dinge, die wir momentan vielleicht nicht ändern mögen oder können, wenn wir mit einem anderen Blick drauf schauen, dass die plötzlich zu stärkenden Ressourcen werden oder zumindest sich neutralisieren. Und das wünsche ich Ihnen. Ich bin Sylvia Zulkowski und ich bin Zukunftsentwicklerin. Und das war jetzt ein Impuls zu den eigenen Ressourcen.